In diesem Video geht es um den sogenannten Erwartungswert. Ein Erwartungswert bezieht sich immer auf einen Zufallsversuch, deswegen habe ich mir hier auch einfach einen ausgedacht. Und bei dem Erwartungswert geht es darum, dass ich im Prinzip zwei Parteien habe. Ich gucke den Zufallsversuch einmal aus Sicht des Spielers an und einmal aus Sicht des Veranstalters oder des Ausrichters, derjenige, der den Zufallsversuch praktisch durchführt. Und in diesem Fall habe ich einen einfachen Zufallsversuch gewählt. Es soll einmal gewürfelt werden mit so einem ungezinkten Würfel. Das heißt, alle Seiten sind gleich schwer. Und das bedeutet, dass jede Seite die gleiche Wahrscheinlichkeit hat, oben zu liegen. Worum geht es jetzt bei dem Erwartungswert? Bei dem Erwartungswert geht es ganz einfach um Geld. Und zwar muss ich dabei aufpassen, ich kann den Geldfluss einmal aus Sicht des Spielers betrachten. Das heißt, wenn ich nicht nur einfach einen Zufallsversuch betrachte, sondern damit ein kleines Glücksspiel verbinde und sage hier zum Beispiel, jede Zahl kleiner als 3 gewinnt. Der Einsatz ist 2 Euro und das, was ich gewinne, sind 4 Euro. Dann kann ich einmal aus Sicht des Spielers gucken, Mensch, was kann ich bei diesem Zufallsversuch gewinnen? Was erwarte ich, dass ich, wenn ich diesen Zufallsversuch häufig spiele, was ich im Endeffekt im Mittel gewinne? Oder ich kann das aus Sicht des Veranstalters machen. Wenn ich sage, der Veranstalter will das Spiel häufig spielen, was erwarte ich, dass ich am Ende gewinne oder vielleicht auch sogar verliere? Was wäre für den Veranstalter natürlich ungünstig, weil er möchte ja mit seinem Casino zum Beispiel am Ende auch Gewinn machen. Und um das vorhersagen zu können, braucht man den sogenannten Erwartungswert. Der Erwartungswert bezieht sich also immer darauf, dass man einen Versuch sehr häufig durchführt. Gut, ich hoffe, das ist soweit klar. Dann geht es nämlich jetzt zur Berechnung. Dazu musste ich vielleicht noch eine Kleinigkeit klären. Und zwar steht hier jetzt, ich habe einen Einsatz 2 Euro und einen Gewinn 4 Euro. Da muss man genauer hingucken. Der Einsatz wird ja normalerweise praktisch gezahlt und ist dann weg. Der Gewinn ist das, was man, wenn man jetzt hier in diesem Fall eine Zahl kleiner als 3 würfelt, dann auch ausgezahlt bekommt. Das bedeutet aber, dass der Reingewinn, also das, was ich am Ende tatsächlich in der Tasche habe, wenn ich dieses Spiel gewonnen habe, der ist dann nämlich nur 2 Euro. Weil der Einsatz, diese 2 Euro, die ich ja hingegeben habe an den Veranstalter, die sind natürlich weg. Ich kriege dann zwar 4 Euro wieder, aber meine 2 Euro muss ich dann natürlich davon abziehen. Okay, wie berechne ich jetzt den Erwartungswert? Ich habe hier jetzt nochmal den Zufallsversuch aufgeschrieben und habe mir jetzt eine kleine Tabelle dazu angelegt. Und dieser Kopf der Tabelle, der ist im Prinzip bei jedem Zufallsversuch gleich zur Berechnung des Erwartungswertes. Nur das, was ich hier in die einzelnen Zeile eintrage, das hängt natürlich von dem jeweiligen Zufallsversuch ab. Und zwar wird hier in die erste Spalte eingetragen, die einzelnen Ergebnisse, also praktisch der Ergebnisraum Omega, jedes mögliche Ergebnis aus diesem Ergebnisraum wird hier einmal aufgelistet. Dann in die nächste Spalte wird die Wahrscheinlichkeit eingetragen, die jedes Ergebnis hat. Und in der dritten Spalte wird dann eingetragen, was praktisch an Geld fließt. Dazu muss ich entweder angeben, ob ich das Ganze aus Spielersicht betrachten will oder eben aus Veranstaltersicht. Weil wenn ich das Ganze aus Spielersicht sehe und ich würfel jetzt hier zum Beispiel eine 1, dann würde ich ja 2 Euro gewinnen. Das heißt, ich hätte hier plus 2 Euro. Und in der letzten Spalte wird dann angetragen das Produkt aus der Wahrscheinlichkeit mal dem Geld, was jeweils eingenommen oder halt auch ausgegeben wird. Ich mache das hier mal für diesen Zufallsversuch, dann wird das, glaube ich, ganz klar. Also die möglichen Ergebnisse, die ich habe, ist, ich kann 1 würfeln, eine 2, eine 3, eine 4, eine 5 oder auch eine 6. Da der Würfel ja nicht gezinkt sein soll, hat natürlich jede Seite die gleiche Wahrscheinlichkeit oben zu liegen, also jeweils ein Sechstel. Und jetzt muss ich genau gucken, was an Geld fließt. Also ich schaue, wie gesagt, aus Spielersicht. Das bedeutet, wenn eine 1 gewürfelt wird, ist die Zahl ja kleiner als 3. Das heißt, ich gewinne 2 Euro. Hier wird jetzt immer nur der Reingewinn eingetragen. Also plus 2 Euro.
Wenn eine 2 gewürfelt wird, die 2 ist auch immer noch kleiner als 3, gewinne ich auch plus 2 Euro. Wenn die 3 gewürfelt wird, die Zahl ist nicht mehr kleiner als 3, dann verliere ich 2 Euro. Und bei 4, 5 und 6 ist das natürlich auch so. So, jetzt fehlt nur noch die letzte Spalte, das heißt, ich multipliziere jetzt ein Sechstel mal 2. Das wären also 2 Sechstel oder dann halt auch ein Drittel. Das mache ich mal eben. Ich kriege also für die 1 und die 2 jeweils als Wert plus ein Drittel raus und für die 3 bis die 6 bekomme ich hier minus ein Drittel raus. Und der Erwartungswert ergibt sich jetzt einfach als die Summe dieser ganzen Werte. Das heißt, wenn ich ein Drittel plus ein Drittel plus minus ein Drittel plus minus ein Drittel plus minus ein Drittel plus minus ein Drittel rechne, kommt da minus zwei Drittel raus. Und das ist mein Erwartungswert. Jetzt muss ich nur noch interpretieren, was das jetzt eigentlich bedeutet. Dazu ist es wieder wichtig zu gucken, aus welcher Sicht ich gucke, nämlich hier aus der Spielersicht. Und aus Spielersicht ist ein negativer Erwartungswert immer schlecht, denn das bedeutet, dass ich auf lange Sicht gesehen verliere. Das heißt, wenn ich das Spiel einmal spiele, dann kann ich Glück haben oder auch Pech haben. Wenn ich Glück habe, gewinne ich 2 Euro. Wenn ich Pech habe, verliere ich, wie gesagt, die 2 Euro. Aber wenn ich es ein- oder zweimal spiele, dann kann ich eben durch Glück einfach jetzt hier auch mit einem Gewinn nach Hause gehen. Wenn ich jedoch länger spiele, bedeutet ein negativer Erwartungswert, dass ich verlieren werde. Wenn ich das Spiel jetzt ein wenig abändere, wenn ich jetzt sage, jede Zahl kleiner als 4 gewinnt zum Beispiel, dann bedeutet das ja, dass ich auch bei einer 3 noch gewinnen würde. Das heißt, hier wäre eine positive Zahl, dann würde hier das auch positiv rauskommen. Und das würde bedeuten, wenn ich jetzt hier diese Zahlen aufsummiere, dann ergibt sich genau 0. Und der Erwartungswert 0 bedeutet, dass das Spiel fair ist. Das heißt, beide Seiten haben die gleiche Chance zu gewinnen und zu verlieren. Und nicht nur die gleiche Chance, sondern schon die Gewinne bzw. die Verluste mit einberechnet. Und das bedeutet, wenn ich lange spiele, gehe ich im Prinzip plus minus 0 raus. Ich kann bei einmal spielen Glück haben oder auch Pech haben, aber wenn ich das Spiel immer wieder spiele, bedeutet das, dass ich im Prinzip mit dem gleichen Geld nach Hause gehe, mit dem ich gekommen bin. Was bedeutet das für den Veranstalter? Spielcasinos zum Beispiel, wenn ich jetzt sage, es soll hier um Geld gehen, die werden die Spiele immer so gestalten, dass sie aus ihrer Sicht gesehen mit einem kleinen Plus am Erwartungswert rausgehen. Das heißt, dass der Spieler auf lange Sicht gesehen hier verlieren wird. Ich hoffe, das ist klar geworden. Zum Schluss vielleicht nochmal die Formel für den Erwartungswert zur Berechnung per dieser Tabelle in Worten gefasst. So, in Worten könnte diese Formel so aussehen. Man multipliziert die Wahrscheinlichkeiten zu jedem möglichen Ergebnis mit dem jeweils passenden Reingewinn bzw. Verlust. Das ergibt dann diese Spalte. Und wenn ich das alles aufsummiere, erhalte ich meinen sogenannten Erwartungswert. Gut, zum Schluss noch ein paar Fragen, damit ihr anhand eurer Notizen überprüfen könnt, ob ihr die wichtigen Dinge in diesem Video verstanden habt.